Alis Vater war ein alter Mann mit einem von der Sonne gegerbten Gesicht. Und er begrüßte mich, als er in das Zimmer geschlurft kam, nur mit den Fingerspitzen. Ali dagegen saß breitbeinig in einem Sessel und hatte, außer dass er Bier aus der Flasche trank, so gar nichts Europäisches mehr an sich. Bei seinen Besuchen war er stets in Jeans und Shirt. Heute trug er einen Kaftan und verjagte mit bösem Gesicht und schnalzender Zunge seine Schwestern, die neugierig an der Tür die deutschen Gäste begutachten wollten. Ich erkannte ihn nicht wieder. Er, der sich mit seiner Weltoffenheit, seinen unzähligen deutschen Freundinnen hervorgetan hatte und von seinem Leben in Deutschland stets in den höchsten Tönen sprach, war hier in seinem Land ein völlig anderer Mensch. In der Küche klapperte das Geschirr und nach einer Weile drang der Geruch von gekochtem Hammel zu uns ins Wohnzimmer. Ich saß in einem schweren Brokatsessel. Während ich mich gelangweilt im Raum umschaute, spürte ich zum ersten Mal die Bewegungen des Ungeborenen. Ein wildes, unglaubliches Glücksgefühl durchfuhr mich. Eine Weile konzentrierte ich mich auf das zarte Pochen in meinem Bauch, während die Männer sich angeregt unterhielten. Schließlich griff ich aus Langeweile den Koran, der auf einem hohen Kupfertisch neben mir in Augenhöhe lag, und blätterte darin. Bald darauf bat Ali uns in einen Nebenraum zu Tisch. Wir aßen ohne seine Schwestern und ohne die Mutter. Nur der Vater, Frank und zwei seiner Brüder saßen mit am Tisch. Während ich Reis und Hammel gierig hinunterschlang, denn ich hatte großen Hunger, hielt Ali mir einen Vortrag über mein schlechtes Benehmen. Mit seinen Händen fuchtelte er ungehalten in der Luft herum, wobei er immer wieder einen Schluck aus der Bierflasche nahm. Seiner Meinung nach hatte ich als unreine Frau ein großes Verbrechen begangen, indem ich die Heilige Schrift berührt hatte. Als ich ihn wütend anfunkelte, spürte ich Franks Fuß an meinem Schienbein. Er verdrehte flehend die Augen und bat mich stumm, meinen Mund zu halten. Aber ich war nicht mehr zu halten. Und als Ali die Großherzigkeit seines Vaters rühmte, mir sogar als Hadschi, also als Pilger in Mekka gewesen, die Hand gereicht zu haben, hielt ich mich nicht mehr zurück. Ich wies ihn auf seinen Alkoholkonsum hin und vergaß auch nicht zu erwähnen, dass er bei seinem letzten Besuch in meiner Anwesenheit Haschisch geraucht hatte. Aber Ali überhörte hochmütig meine Vorhaltung und prahlte mit seiner Toleranz. Im Grunde genommen, meine Liebe, meinte er herablassend, müssten wir den Koran, nachdem du ihn angefasst hast, sofort verbrennen. Als ich ihm ins Wort fallen wollte, stieß Frank so fest unter den Tisch gegen mein Bein, dass es fast wehtat. Aber du weißt, fuhr Ali eingebildet fort, sind wir tolerante Muslime. Mein Vater wird sogar später in die Moschee gehen, obwohl er das eigentlich nicht dürfte, weil er dich berührt hat. Nachdem er mir abschließend einen Vortrag über die medizinisch nachgewiesen kleineren Gehirne der Frauen gehalten hatte, stand Frank abrupt auf und wir verabschiedeten uns förmlich. Wann lernst du es endlich, deinen Mund zu halten? Blaffte Frank mich im Auto wütend an und meinte. Gegen die Weltanschauung eines Muslims bist du doch machtlos. Er hat 12 Jahre in Deutschland gelebt. Und, fragte Frank, meinst du, er hat seine Einstellung geändert? Du siehst doch, wie er sich verhält. Nachdem wir die Nacht in einem komfortablen Hotel verbracht hatten, traten wir in aller Frühe die Heimreise an. Meine lieben Zuhörer, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für euer Interesse an meiner Geschichte. Und es freut mich sehr, dass euch auch die Gedichte gefallen, die ich euch vorlese. Ich finde es nämlich so wichtig, dass diese Literatur nicht in Vergessenheit gerät. Es gibt noch so viel, was ich euch unbedingt erzählen muss. Und es bleibt spannend, versprochen. Also bitte weiter abonnieren und liken.